So, hey Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Platin Wedlock Challenge. Im letzten Part sind wir hier ein bisschen in Ewigenau herumgekommen, haben uns die Stadt ein bisschen angeguckt, haben wir das auch größtenteils abgeschlossen und ja, was soll ich sagen, ich habe mir jetzt eine wirklich lange Pause genommen, um zu überlegen, wie wir weitermachen. Mir hat A, die Motivation ein bisschen gefehlt und B, okay, das ist auch, das wäre ein Item, und B, ist es einfach mal der Punkt, dass es wirklich eine schwere Entscheidung war. Denn ich bin zu dem Schluss gekommen, ich kann Procne nicht die ganze Arena leiter machen, die ganze Arena machen lassen. Sie würde gnadenlos überleveln und wenn ich sie nicht mehr gegen den Arenaleiter einsetzen kann, oder die Arenaleiterin besser gesagt, dann habe ich ein großes Problem. Dementsprechend möchte ich Nyx ein bisschen trainieren. Und das geht natürlich nur regelkonform, wenn wir ihr einen Partner fangen. Und dementsprechend gehe ich jetzt darüber in den Kraterberg und hole mir ein Gebiets-Pokémon. Hier habe ich die Chance leider vertan. Danke, Procne, nochmal. Danke nachträglich. Und ich würde auch, ehrlich gesagt, dann lieber Procne vorne haben. Denn im Kraterberg sind viele Gesteins-Pokémon. Da laufe ich mit Neptun Gefahr, dass ich die gleich weghaue. Sound macht mal wieder, was er möchte. Danke. So, Procne ist vorne. Was für ein Level? 21, okay. Sah gerade höher aus. Irgendwie. Ach, da vorne ist ein Wanderer. Ich weiß nicht, ob wir gegen den schon gekämpft haben. Nur für den Fall. Ich nehme Neptun mal vor. Oder? Komm, dreh dich. Ha, ausgetrickst. Haha. So, Leute. Kraterberg. Können wir uns jetzt hier erstmal ein Gebiets-Pokémon holen? Ein Partner für Nyx? Ich check nochmal kurz meine Pokebälle, ob ich da genug mit habe. Hab da gerade irgendwie Paranoia? Okay. Wir haben genug. Es gibt hier wirklich einige Gebiets-Pokémon, die ich hier am liebsten gar nicht sehen möchte. Und ich setze hier schon mal Zertrümmer rein. Wir können ja schon mal ein bisschen erkunden. Es gibt hier ein paar Sachen, die ich als Gebiets-Pokémon gar nicht sehen möchte. Ein Eisheiler, okay. Aber es gibt auch ein paar, die ich wirklich gerne hätte, ehrlich gesagt. Ach komm. Encounter, please. So, der erste männliche Encounter wird dann der Partner für Nyx. Mediti haben wir noch nicht gefangen. Okay, ja. Mediti hat Procne nur auf einer gewissen anderen Route schon getötet. Das ist der Unterschied. Aber dadurch, dass wir das noch nie als Gebiets-Pokémon hatten, effektiv im Team, können wir das Mediti immer noch fangen. Ich würde sagen, wir gehen für den Ruckzuck-Hieb. Ist etwas uneffektiver. Als... Oh! Das war schon eine ganze Menge. Eieiei. Eigentlich würde ich schon jetzt gerne versuchen, dich zu fangen, um mal ganz ehrlich zu sein. Versuchen wir es einfach mit dem Pokéball. Ich möchte den Part jetzt übrigens auch so gestalten, weil ich Nyx und dann hier jetzt den Partner, also Mediti in diesem Fall. Oh super, du bleibst gleich im Ball. Du gefällst mir. Bist mir gleich mal auf Anhieb sympathisch. Und da haben wir ein Mediti gefangen, ein männliches. Ach schön. Ist eigentlich ganz gut. Trainiert tief in den Bergen. Erhöht es seine spirituelle Kraft durch Meditation, kann es schweben. Ja, ich weiß schon ganz genau, was ich dir für einen Namen gebe. Also Leute, das ist eine sehr leichte Entscheidung gewesen, tut mir leid, aber das ist mir jetzt instant eingefallen. Also gibt es einen passenderen Namen für ein meditierenderes Pokémon als Buddha? Ohne Scheiß, gibt's doch nicht. Es gibt keinen treffenderen Namen. Nyx und Buddha, das klingt wie ein Traumpaar. So, dann herzlich willkommen im Team Buddha, wir gehen dich gleich mal heilen. Und mogeln uns hier wieder, wir sneaken uns hier wieder vorbei, wir verstecken uns hinterm Schild. Na, dreh dich, ich will frisch loslaufen. Komm, dreh dich. Ja, jetzt hat er sich gedreht. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Komm, dreh dich weg. Guck weg. So. Was? Was zur Hölle? Warum hat er sich gedreht? Warum? Warum? Are you serious? Ha! Erschreck mich nicht so. Gott, ich bin ein schreckhafter Mensch. Mann, hast du mich erschrocken. Junge. Gut, das ist jetzt nicht so schlimm, dass wir gegen einen Wanderer kämpfen, weil ich meine, wir haben da zufällig jetzt mal das absolute Killerpaar. Ja. Was soll man noch groß dazu sagen? Neptun wird jetzt hier erstmal ordentlich den Boden wischen mit diesem kleinen Stein. Prophezei ich zumindest mal. Ich möchte den Part jetzt übrigens so gestalten, dass wir Nyx und, Buddha hieß er. Genau, Buddha war der Name. Dass wir die beiden jetzt gleich mal ein bisschen trainieren, bis die dann halt auf einem Level sind, wo ich mir auch zutraue, sie in die Arena zu lassen. Das heißt, sobald Nyx den Flügelschlag hat. Und ja, da möchte ich sie heute ein bisschen trainieren in dem Part.
wollte ich eigentlich immer offscreen machen, aber anhand dessen, dass ich wirklich jetzt den Content brauche, ich weiß, es ist ein bisschen eine armselige Lösung, aber wollte ich das Ganze onscreen machen und keine Sorge, ich habe mir hier genügend Themen zum Labern aufgeschrieben, sodass das Ganze ja auch nicht zu langweilig wird. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Ich werde versuchen, das Ganze hier möglichst unterhaltsam zu gestalten, dass es nicht allzu schlimm wird. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. Also heute wird erstmal nur trainiert. Das heißt, handlungstechnisch passiert heute absolut gar nichts effektiv. Aber wir trainieren unser neues Pärchen. Und ihr merkt vielleicht mal so, was bei mir im Moment so im Real Life abgeht. Betrachtet das wie so eine Art Vlog in schlecht oder so. Da unten liegt auch noch ein Item, aber da muss ich wieder kämpfen für. Würde ich am liebsten eigentlich erst nach der Arena machen. Ah gut, wir sind durchgekommen. Ach, und wieder ein Ewig genau. Also ganz ehrlich, die Mucke hier klingt so auch sauchillig, aber die ist nicht ansatzweise so bekifft wirkend wie in Flori. So ein bisschen schon. Das klingt ja schon eher so ein bisschen wie Reggae. Also sehr langsamer Reggae. Reggae ist komischerweise noch ein bisschen schneller. Hab ich gerade so ein Gefühl. Lass mich gerne eines Besseren belehren von euch. Aber während es bei Flori noch diese eher französisch angehauchte, leicht kifferartige Musik war, ist es hier ein ganz anderes Kaliber. Wir können ja überhaupt doch erstmal gucken, was Buddha kann. Das habe ich ganz vergessen. Na komm, Buddha, show me your moves. Es ist wesenmutig. Was ist wesenmutig? Tabelle? Plus Angriff minus Init. Na gut, okay. Oh, es hat Mentalkraft. Mentalkraft und mutig. Das ist ein kleines bisschen OP, oder? Meditation, ja. Nochmal Angriffswert. Konfusion ist leider Gottes speziell. Bringt dir jetzt leider gar nichts. Scanner würde ich drauflassen und die Kraftreserve ist auch speziell. Also wenn du, ganz ehrlich, also wenn ich dir einen Zertrümmerer beibringe, da profitierst du doch übelst von. Warte. TM und VM. Wir haben tatsächlich sogar ganz schön viel. Aber ganz ehrlich, der Zertrümmerer mit Step, mit Mentalkraft auf einem Mediti, das muss gut sein. So, da kannst du eigentlich... Ah, die Kraftreserve. Die Konfusion kriegt immer noch Step. Dann nehmen wir lieber die Kraftreserve weg. Und da erlernt er Zertrümmerer, was jetzt schon mal ein recht guter Angriffsmove ist. Für den Anfang. Doch, muss ich euch sagen, ist ein guter Angriffsmove. Okay, würde ich sagen, gehen wir die beiden gleich mal ein bisschen trainieren. Ich habe mir auch jetzt echt gedacht, ich könnte jetzt natürlich gegen die ganzen Angler hier auf der Route kämpfen, das habe ich ja noch nicht gemacht. Aber das Ding ist, diese Angler haben fast nur Carpador und das wäre als Training, gelinde gesagt, sowas von ineffektiv. Also für das nächste Level-Up von Nyx mag das noch gehen, wenn wir da einen Angler fertig machen. Emulator, kannst du mal aufhören, langsamer zu laufen, bitte. Zumal ich jetzt keine Ahnung habe, wer von denen hier das eine Goldini hatte. Einer von denen hatte nämlich nur ein Goldini und der Rest hatte hier eigentlich, glaube ich, nur Carpador. Nee, warte, einer hatte auch noch ein Goldini. Zusätzlich zu den Carpador. Hat Nyx hier jetzt... Na, wobei, die Carpador können mir nichts tun. Das ist... Naja, die sollte ich eigentlich... Sollte ich eigentlich mit dem Team klein kriegen. Das Goldini macht mir ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. Oder kämpfe ich, mache ich jetzt mit Nyx einfach einen Random-Kampf. Ich glaube, ich mache einen Random-Kampf. Sorry. Ah, ich weiß nicht. Goldini hat halt einen recht hohen Angriff. Goldini hat einen recht hohen Angriff, kann auf dem Level, auf dem die Angler es haben, auch schon Hornattacke haben, was gar nicht mal so schwach ist. Also, die können schon sehr stark sein. Und ich gehe natürlich für den Biss, warum auch nicht. So, wir können ja jetzt langsam mal, wo es ans Trainieren geht, mal zu den Themen kommen. Ja, Schreck zurück, ne? So zu den Gründen kommen, warum jetzt überhaupt erstmal so lange kein Pokémon kam. Ich habe das schon erklärt. Motivation hat mir echt gefehlt zum Aufnehmen. Und ihr wollt ja bestimmt ja jetzt auch keinen so voll demotivierten Chetani, so der am liebsten die ganze Zeit rumheulen würde. Wollt ihr ja bestimmt nicht hier in der Aufnahme haben. Das ist bestimmt nicht in eurem Interesse. Und das Ding war, die Motivation hat vor allen Dingen deswegen gefehlt, weil Schule war mega asozial bei mir in letzter Zeit. Also ich war richtig gut ausgeplant, kann man sagen. Richtig gut ausgelastet. Und ja, was auch noch dazu kommt, ich habe vor allen Dingen auch andere Sachen gezockt. Gerade jetzt, was ich mir im E-Shop letztens gekauft hatte, also die Phoenix Wright Trilogy von Ace Attorney. Ultra geil, wirklich. Macht richtig, richtig Bock. Und zudem habe ich einfach auch mal wieder gemerkt, das ist mir auch schon aufgefallen, als ich Alpha Saphir gespielt hatte, vor jetzt ein paar Wochen. Pokémon, das ist immer noch ein Spiel, das macht mir Spaß, aber es hat irgendwie einfach seinen Zauber verloren. Also wenn ich mir überlege, als Kind hätte ich stundenlang Pokémon suchten können. Wenn ich heute daran denke, denke ich mir so, da würde mir schon langweilig werden nach einer Zeit. Also mit anderen Worten,
Pokémon fasziniert mich irgendwie nicht mehr so, wie es das damals gemacht hat. Es hat irgendwie... Es ist nicht mehr so... Es hat nicht mehr so dieses Gefühl, dass es so ein komplett riesiges Abenteuer ist, weil ich habe da mittlerweile ganz Sachen von ganz anderem Maßstab gespielt, wie jetzt eben zum Beispiel Zelda. Und das ist halt schon was ganz anderes. Es ist ein anderes Kaliber einfach. Und ich habe halt jetzt auch einfach so festgestellt, Pokémon ist einfach so von der Spielart her vielleicht auch einfach nicht ganz meins. Also, das wird es wahrscheinlich sein. Immer noch, also wirklich Leute, ja, ihr dürft jetzt aufgrund dieses Arguments hier jetzt nicht denken, dass ich deswegen das ganze Let's Play abbreche, so nach dem Motto, ist doch eh alles scheiße. Nee, also ganz ehrlich, das werde ich auf keinen Fall machen, weil das Spiel macht mir immer noch sau viel Spaß und ich verbinde halt auch sau viel mit Platin. Aber ich wollte nur gesagt haben, es ist wirklich ein ganz anderes Verhältnis als in meiner Kindheit, weil ich halt irgendwie so, ja, es hat nicht mehr diesen Kindheitsbonus für mich und dadurch hat es irgendwie jetzt seinen Zauber verloren. Dieser Zauber der süßen Nostalgie ist verloren gegangen. Ach, wisst ihr was eigentlich? Wie viel Tränke habe ich? Ganz ehrlich. Ich hau die Angler weg. Es nervt mich irgendwie, dass sie da sind. Medizin. Ja, gut, das reicht. Und der Großteil sind sowieso nur Carpador, also... Gut. Was? Warum? Ich dachte, ich könnte gegen euch kämpfen. Hä? Gut. Gegen dich kann ich kämpfen. Das ist gut. Ich glaube, du hattest das Goldini, ne? Ja, er hatte das Goldini. Level 17, what the fuck? Das ist ganz schön mächtig. Probieren wir erstmal einen Biss. Wie viel Schaden mache ich? Kaum was. Aquawelle? Ach scheiße, es ist ja auf Level... Scheiße, stimmt. Es ist ja auf Level 17. Ich hätte vielleicht nach den... Warte, Spezialverteidigung. Gut, Buddha ist besser. Der müsste eigentlich auch einen viel besseren Angriffswert haben. Hat er auch. Gut. Nee, Leute, ich wechsle jetzt hundertprozentig Buddha ein. Weil für den Fall, dass die Hornattacke kommt, resistet er es auch noch. Und naja, sie haben halt jetzt auch noch... Superschall, willst du mich eigentlich rollen? Danke, Goldini. Danke. Gut, dann machen wir jetzt erstmal was, womit wir uns nicht selbst verletzen können. Obwohl, ich glaube, man kann sich... Ich kann es gerade eigentlich nicht... Doch, klar, man konnte sich ja mit allem selbst... LOL, das war Schaden. Gut, ich nehme aber hier deutlich weniger Schaden von der Aquawelle. Ich würde sagen, ich heile dich... Wobei, nee, ich heile dich nicht. Selbst wenn ich dich in der Aquawelle reinswitche. Solange es kein Crit ist, werden die beide hier eigentlich nicht davon umgehauen. Das heißt, Nyx kann jetzt auch wieder rein. So. Die Aquawelle, wenn es jetzt kein Crit ist, sollte Nyx nicht töten. Oh, gut. Oh Gott, bin ich erleichtert. So, ich sollte jetzt auf jeden Fall hier schon mal den ersten Trank benutzen für Nyx. Oder auf Buddha? Nee, ganz ehrlich. Wenn ich Nyx in die nächste Aquawelle rein switche, ist sie tot. Ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal heilen. Alter, what the fuck. Das wird ein sehr hässlicher Kampf, glaube ich. Nassmacher, okay, gut. Ich habe eine Runde frei. Ich habe eine Runde frei jetzt. Oh, super. Gut. Jetzt kann ich Buddha eigentlich recht gefahrlos rein switchen. Er ist jetzt nicht mehr verwirrt. Und ja, okay, auch wenn jetzt die Aquawelle kommt. Wenn es kein Crit wird, ist es jetzt... Überlebt Buddha das? Okay, wenn auch sehr knapp. Oh Gott, das ist aber trotzdem nicht gut. Ich muss den 1er Trümmerer hier rausbekommen. So, Moment. Trank. Ich muss den zweiten Trank jetzt benutzen. So. Führt kein Weg dran vorbei. Alter, das sind jetzt aber wieder nur zwei Aquawellen, die ich da einstecken kann. Das ist immer noch ein... Ja, Hornattacke. Das sollte weniger Schaden machen eigentlich. Na gut, macht fast genauso viel Schaden. Eine Runde habe ich jetzt. Eine Runde, komm. Buddha, das überlebst du. Ja, es hat geklappt. Oh Gott, und noch der Drop. Oh Gott. Ich lasse Buddha drin. Ich muss Buddha jetzt drin lassen. Und ich muss jetzt auch einen Supertrank benutzen. Ich brauche jetzt eine Runde mehr Zeit. Wenn ich jetzt noch einen Zertrümmerer rauskriege, dann habe ich das Goldini. So, Hornattacke. Oh. Gut.
Gott, ich habe jetzt auf jeden Fall noch zwei Angriffe. Alles ist gut. Oh mein Gott, ey. Ich dachte jetzt echt, es gibt Tote. Alter Schwede. Und da seht ihr jetzt auch, warum ich Nyx unbedingt einen Partner fangen wollte. Alter. Alter Falter, das... Das war nicht ohne. Ein Hoch auf meine Heil-Items. Da, ba, ba, ba. Es gibt... Jetzt kann ich ja auch nochmal wieder ein bisschen off-topic reden, jetzt wo der Kampf vorbei ist. Ich bin immer noch ein bisschen aufgeregt, aber egal. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Ich habe ja jetzt... Also ich nehme das jetzt hier am 17.01. drauf. Mensch, wie praktisch, dass man das Datum in der Taskleiste hat. Sonst hätte ich jetzt das Ganze nicht gewusst. Aber ich habe, ich glaube, gestern oder vorgestern, also am 15. oder 14., bin mir nicht mehr so sicher, ein Video hochgeladen, in dem ich euch angeboten habe, ja komm, macht doch einfach mal eine Abstimmung, Leute. Macht doch einfach mal eine Abstimmung, was das Nachfolgeprojekt von Advance Wars geht, denn Advance Wars geht zu Ende. Ich glaube, du bist wieder so ein netter Only Carpador-Trainer. Ja, habe ich angeboten, habe 4 Spiele zur Auswahl gestellt und ich dachte eigentlich, ja, lass sie doch einfach mal machen, lass sie wählen. Ich finde das eigentlich schön, wenn die Community so eingebunden wird. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich persönlich mag das eigentlich, weil es ist einfach eine schöne Art zu zeigen, dass man auch der Community eine Möglichkeit gibt, mitzubestimmen. Und ich dachte mir auch, da werden ja jetzt bestimmt alle das... Ganz ehrlich nutzen. Ich habe ja gesagt, bitte nicht doppelt voten, damit ihr auch anderen die Chance lasst, ihren Wunsch zu äußern. Level 16 Carpador? What the fuck? Ich glaube, das Vieh könnte sogar schon Tackle und Dreschflegel haben, aber selbst wenn, das sind auch noch Attacken, die verdammt schwach sind. Also, ich mache aber... Ha, okay, das war der Crit. Alles klar. Okay, er macht weiter Platscher. Und ich dachte eigentlich, dass jeder dieses Abstimmungsangebot... ehrlich nutzt, war aber nicht so. Irgendjemand hat so gedacht, ja, ich vote jetzt einfach mal für Fire Emblem an die 500 Mal. So. Und dann, ich habe in dem Moment, als ich das gesehen habe, so geraged und muss jetzt aus diesen Gründen, habe ich auch schon auf Twitter geschrieben, muss ich jetzt leider Fire Emblem von der Abstimmung ausschließen. Das ist mega beschissen. Und, naja, ich wollte jetzt eigentlich nur nochmal sagen, dass mich das richtig geärgert hat. Und ich kann dieser Person, sollte sie das jetzt sehen, eigentlich nur ein paar Sachen sagen. Und zwar erstens mal, es spricht menschlich wirklich kein Stück für dich, dass du so oft gewotet hast. Zweitens mal würde ich dich wirklich bitten, dich von meinem Kanal in Zukunft fernzuhalten, wenn du anderen Leuten in der Community hier die Möglichkeit nimmst, was mitzubestimmen. Und das auch noch auf so eine unfaire Art. Also ganz ehrlich, so eine Menschen kann ich hier echt nicht gebrauchen, tut mir leid. Und was ich dir auch noch... als Rat mitgeben kann für dein Leben, wenn du schon bescheißt, dann mach's doch wenigstens so, dass man es nicht mitbekommt. Weißt du, 3 Votes mehr auf Fire Emblem, das wäre eine realistische Zahl gewesen. Also, dass du 3-mal gewotet hättest. Fire Emblem hätte immer noch locker alles geschlagen, aber man hätte den Beschiss nicht gemerkt. Ist nur so ein Rat für mich. Also, wenn, dann sorg wenigstens dafür, dass man es nicht merkt. Und was mir auch noch zu sagen bleibt, ich wünsche dir noch ein schönes, langes Leben. Verzieh dich bitte, deabonniere. So, Punkt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. So, jetzt gehen wir mal wieder ein bisschen zu Themen mit besserer Laune, sag ich mal. Ich bin jetzt nämlich wirklich... Ich habe ja gesagt, ich zock andere Sachen. Und das ist nicht nur Ace Attorney. Nein, 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 nein. Ich zock auch was anderes, was fast noch besser ist. Und zwar habe ich mir jetzt vor ein paar Tagen Yu-Gi-Oh! Pro gedownloadet. Und da bin ich jetzt wirklich schon ziemlich am Spielen. Also, Yu-Gi-Oh! Ist einfach so geil. Ich finde Yu-Gi-Oh! Einfach so geil. Es ist richtig strategisch. Du hast so viele Möglichkeiten, dir ein Deck zu bauen. Es ist einfach geil. Also, Yu-Gi-Oh! Ist für mich eins der geilsten Kartenspiele überhaupt. Muss man zwar auch können, aber finde ich persönlich super. Hab mir auch schon ein paar Decks gebaut jetzt. Mittlerweile habe auch schon eine Liste, was ich noch bauen möchte. Es gibt einfach so viele geile Decks. Ach ja... Übrigens, wenn ihr mir sagt, wie ihr auf Yu-Gi-Oh! Pro heißt, wir können auch gerne mal gegeneinander spielen, wenn ihr das auch habt. Also, die Chance ist zwar recht gering, ich weiß, dass Kiddo das Ganze hat, ich weiß, dass Adrian das Ganze hat. Aber, so sonst weiß ich jetzt eigentlich von keinem aus der Community, dass er das hat. Aber wenn, dann könnt ihr mir das ruhig sagen. Ich zocke gerne mal gegen euch, wir können dann ja auch nebenher skypen. Mit meinem Skype-Namen, der in der Beschreibung steht. Ja, mein Weihnachtsgeschenk, das ich jetzt Skype öffentlich gemacht habe, das wurde ja super aufgenommen. Es gibt ganze 2 Personen, die davon Gebrauch machen. Super. Und... ja, ich würde mich doch einfach sehr freuen. Ich werde da in Zukunft bestimmt noch ein paar mehr Decks bauen. Ihr könnt mir ja auch mal sagen, ob ihr vielleicht möchtet, dass ich da mal irgendwie... ach, vielleicht
Gameplay oder sowas hochlade, keine Ahnung. Es gibt jetzt auf jeden Fall ein gewisses Replay, das ich gestern aufgenommen habe. Mit Adrionic 13, ja, wir haben halt ein bisschen geskypt, haben da uns dann nebenher duelliert. Und auch wenn er mir den ganzen Abend lang heftigst auf die Fresse gegeben hat, so gab es da wirklich einen auf die Fresse geben, sag ich mal. Das hatte richtig Stil. Das hatte richtig Stil. Also ich glaube echt, ich werde das mal hochladen. Weil, ey, das war so geil. Das war so geil. Also du siehst den Part ja bestimmt, lieber Adrian, ne? Also, du weißt ja jetzt, von was ich rede. Ich weiß nicht, wann ich das hochladen werde, aber das mache ich bestimmt noch. Das ist einfach zu geil. Also man muss natürlich was von Yu-Gi-Oh! Verstehen, sonst checkt man den ganzen Joke dahinter nicht, aber... Ey, das war so genial, Leute, wirklich. Also das war lustig, das war einfach nur lustig. Und was habe ich eigentlich gesagt? Warum habe ich die Trainer jetzt nochmal platt gemacht? Genau, weil ich nicht wollte, dass sie da rumstehen. Aber ihr seht schon, der Trainingseffekt auf Nyx war geradezu gigantisch. Und wir haben jetzt auch schon ungefähr 20 Minuten voll. Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen... Ist hier ein verstecktes Item? Nope. Okay. Würde ich mal sagen, im nächsten Part spielen wir hier mal ein bisschen weiter. Trainieren wir Nyx noch ein bisschen weiter. Und meine Liste ist noch nicht mal bis zur Hälfte leer über, mit den Dingen, über die ich reden wollte. Also, keine Bange. Und ja, ich würde sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Part. Ich hatte es auf jeden Fall. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.